Oh, ich liebe diese Falsch Straße. geparkt, okay. Immer interessant, was da unten steht. Rick Grimms and Stuff and Things. Wrong Parking. Was ein Kickgrund. Was ein Kickgrund. Er hat auch erlebt, ihr geparkten Sau. Wie konnte man im Tempomat die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen? Dafür gibt's auf der Tastatur keine Tastatur, keine Taste, die musst du also zuweisen, die ist nicht zugewiesen. Schade. Ich hätte jetzt nämlich auf 70 hochschalten können, aber jetzt kommen eh ein paar Kurven. Da kackt der Eweko eh wieder ab. Was? Ach ja, Serpentine. Er hat eine Kurvenlage zum Dahinschmelzen. Na, wie gesagt, wir haben uns extra ein paar Strecken mit Kurven ausgelegt. Von Köln nach Mannheim haben wir nicht. Von Mannheim nach Köln. Haben wir nicht über die verpönte A5 und 45. Wir fahren mal immer eine schöne Landstraße. Einfach mal die Natur genießen. Naja, hier ist mal richtig Natur, so mit LKW-Straße, mit Schlaglöchern, das ist nicht Natur. Wir sind in der Schweiz, nicht in Deutschland. Ich hoffe, es kommt keiner entgegen jetzt. Aber Motor-P-Funktion, wie schön. Gibt doch nichts Schöneres. Ach, bei der Geschwindigkeit merkt man davon eh kaum was. Ja, ich lasse es mal rollen, ein bisschen Benzin sparen. Weil ich sehe ja nicht, wie viel ich Tank drin habe. Sehe ich ja jetzt nicht mehr. Da ist jetzt noch so ein roter Balken. Achtung, Werkstatt aufsuchen. Ich habe noch ein Viertel von meinem Tank. Ich habe gerade... Von Milano bis hierhin habe ich 400 Liter verbraucht. Okay. Durchschnittsverbrauch liegt bei 50,1. Oh, jetzt witzig, jetzt kommen die. Nee. Doch, jetzt kommen die richtigen Serpentinen. Schaut mal. Das wird traumhaft für manche Leute. Ach du Schande. ich weiß jetzt schon, Spielberg fährt nie wieder mit uns. Vorsicht, Bremsen. Ja, mit dem Tempomat bremst der automatisch, das finde ich voll das tolle Feature. Das Problem ist, der rollt so schön schnell den Berg runter, man will die Geschwindigkeit eigentlich behalten. Ey, was ist das denn für eine Frage bei Quizduell? Taimur Abdul Bahab sprengte sich im Jahr 2010 bei einem Terroranschlag in Stockholm selbst in Luft. Wo lebte er zuvor? Was ist das eine Frage? Zählt das ernsthaft zu Allgemeinwissen? Kann doch nicht annehmen. Das zählt doch zu Allgemeinwissen, dass Terroristen in der Regel, bevor sie sich in die Luft gesprengt haben, gelebt haben. Ja, aber wen interessiert das, wo der Fuck zuvor gelebt hat? Ja, in Stockholm. Oder wo hat er sich gesprengt? Stockholm. Ja, da hat er vorhin in Stockholm gewohnt. Das wäre dann aber eher Glücksspiel statt Allgemeinwissen. Ja, eben. Läuft das da in der Flimmerkiste oder was? Dieses Quizduell da? Nee, nein. Das gerade nicht. Das war eine Frage im privaten Spiel. Oh. Ich bringe die das noch Grundschülern bei. Ja, vielleicht hört das ja irgendwann mal zum Allgemeinwissen, wenn das so oft vorkommt. Eieiei. Also, wie gesagt, bis wir mit unserem Kurmer mal in Mannheim sind, dann ist die Erde schon untergegangen. Ja, ich hab jetzt, bin gerade noch am Video speichern, bin ich bei 13%, also ist 14%. Wenn du bei 300% bist, sind wir da. Ja. Ich stell nochmal die Priorität höher. Wie war das eigentlich vorhin mit Thema? Was erwarten wir von einem Euro Truck Simulator 3? Oder was für Wünsche. Also erwarten tue ich dafür ehrlich gesagt nicht viel. Ne, also wenn ich das so sagen darf, neue LKWs. Und eventuell dann erst die... Also wie das ist vom aktuellen Stand bezeichnet, würde ich sagen, Mercedes mit drinne. Halt neuere LKW-Versionen. Vielleicht mehr Städte. Was soll man sonst noch sagen? Was kann man sich sonst noch mehr wünschen? Bessere Fahrphysik. Besseres Navi. Navi, das nicht 3 Millionen Stunden braucht, bis es einmal einen alternativen Weg anzeigt, zum Beispiel. Ach ja. Oder dass man eigene Routen machen kann.
Beispielsweise jetzt, weil es mega praktisch. Ja, genau, dass man eigene Routen da einstellen kann. Sehr gute Idee. Oder, also, oder dass die Städte ein bisschen abwechslungsreicher aussehen. Ich finde, die sehen genau, ziemlich identisch aus. Städte mehr Abwechslung haben. Oder ja. Eben, dass LKWs auch mit der Zeit abnutzen. Das heißt, wollte deine Lackierung beschädigt wird mit der Zeit. Dass es einen Sinn hat, dass du deine LKWs irgendwann auch mal wartest. Reparieren. Dass du so eine Art Karma hast. Aura oder wie das halt bezeichnen wird, je schlechter dein LKW im Zustand ist, umso schlechter sind, kriegst du Aufträge. Ja. Weil halt weniger kriegst, ja. Ne? Ja. Weil halt im Endeffekt auch der Reifendruck irgendwie ein bisschen nachlässt oder so. Dass der ja, halt nicht mehr so füllig aussieht zum Beispiel. Ja, so die allgemeinen Sachen, die man so hat. Ja, weil der LKW dreckig wird. Ja, oder dreckig zum Beispiel wird, dass du regelmäßig in die Waschstraße musst. Das wär's doch, eine Waschanlage. Ja. Oder ein MMORPG. Oder wenn du ein neues Profil erstellst, dass du am Anfang nur gebrauchte LKWs kaufen kannst. Und also, was, da war ich ja eh schon immer für, dass es einen Gebrauchtwagenhändler gibt, war ich schon immer für. Ja. Und was für mich ganz wichtig ist, weil das ist nämlich Quatsch, was es jetzt gibt, dass wenn du einen LKW gekauft hast, dass du nicht das Fahrwerk oder die Kabine irgendwann ändern kannst auf groß oder sowas, weil das ist unrealistisch. Das richtig. Wird keiner aus wirtschaftlichen Gründen je als Unternehmer machen. Dann musst du den echt den ganzen LKW auseinandernehmen. Ja. Schadensmodell wäre auch nicht schlecht. Ja. Ja, wenigstens ein Schadensmodell, das muss ja nicht kein großes sein, aber wenigstens, dass halt die Lackierung drunter leidet. Ja, kleine Beulen oder so, wenn man irgendwo gegenfährt, oder dass das Licht irgendwie nicht mehr geht. Dass man halt eine Veränderung einfach sieht, so irgendeine. Genau. Das wird ja immer besser. Auch hätte ich gerne ein besseres Wirtschaftssystem für deine Firma jetzt. Dass das ein bisschen mehr Auswirkungen hat, dass du wirklich pleite gehen kannst oder so. Also, was mich immer extrem, sehr, sehr extrem erfreuen würde in Euro Truck Simulator 3, der eventuell in 20 Jahren mal kommt, wäre sehr schön, finde ich, wenn man halt auch richtig abwechselnd den Auftrag generell hat, dass man zum Beispiel auch mal Container irgendwie zum Schiff bringen kann oder also halt so Container zum Schiff oder halt zum Verladehafen. Sowas halt zum Beispiel auch mal. Also halt einfach ein bisschen Abwechslung. Ja, oder dass du deine eigenen LKWs aus deiner eigenen Firma unterwegs mal sehen kannst, zum Beispiel. Oder dass du wenigstens auf deinem Firmenhof stehen, ab und zu mal. Ja. Also, das sind eigentlich eher so Kleinigkeiten. Und die wichtigste Sache ist auf jeden Fall, das ist das, was mich am Euro Truck 2 am meisten nervt. Diese blöden Autobahnabfahrten, wo einspurig die Autobahn weitergeht. Das ist Kappnis, das ist Schwachsinn. Besonders auf V1. Wer einmal auf V1 war und sieht, dass da eine einspurige, dass dann weitergeht, der verliert den Glauben an die Simulation. Ja. Also, das müsste auf jeden Fall überarbeitet werden. Ja, realistischere Autobahnen wären wesentlich besser. Also, die Kurven, die sind auch viel zu scharf allgemein für eine Autobahn. Manchmal, da gibt es so extrem scharfe Kurven, das geht nicht. Und ich finde, besonders in Deutschland gibt es viel zu wenig Schlaglöcher im ETS und viel, viel zu wenig Baustellen. Dynamische Baustellen zum Beispiel oder dynamische Unfälle. Wo du auf einmal einen Unfall vor dir hast und die Straße gesperrt wird. Achtung, oder kommt Leiterweg, Achtung! Oder auch mal so Schwerlast oder so. Also als KI oder so. Der hat aber ein gutes Tempo drauf gehabt. Das ist total unrealistisch. Moment. Jetzt erstmal. Also wie gesagt, eine Schwerlast-KI würde ich mal sehr, sehr schön finden. Ja, aber dann müsstest du wirklich vernünftigerweise die Autobahnen komplett oder die ganzen Straßen komplett ändern. Weil es gibt ja Mods, wo du Schwerlast fahren kannst, aber das ist total unrealistisch bei der Straßen. Ja, besonders da in Frankreich da oben, bei diesen ganz, ganz kleinen Auffahrten, wo du allein mit dem normalen Hänger stehst, wo das Schild umreißt. Jo, genau. Richtig nett wird das bei den Zufahrten, wo du kein Schild stehen hast, sondern eine Laterne, die du nicht umfahren kannst. Ich finde ja immer noch, sie sollten uns das Entwicklerteam aufnehmen. Weißt du, was der richtige Oberknaller wäre? Wenn es so
so einen allgemeinen Simulator gibt, wo die Simulatoren untereinander kompatibel sind. Wenn du zum Beispiel einen Truck zum Schiff fährst, weißt du, zum Schiff, und dann lädst du vom Truck aufs Schiff und fährst mit dem Schiff weiter. Und dann lädst du wieder ab und kannst dann auch mal auf den Zug umladen oder so und fährst dann mit dem Zug. Das wäre richtig geil. Ich habe das gleiche mal gedacht gehabt, aber also als Multiplayer. Das heißt zum Beispiel, ich sitze in meinem Schiff, der Darcy kommt mit seinen Hängern zu mir gefahren, lädt bei mir das Zeug ab, ich fahre damit weiter auf hohe See, was weiß ich, irgendwo nach Amerika. In Amerika wartet der LKW-Fan in seinem American-Truck-Simulator und lädt das Zeug ab. Ja. Der bringt es auf die Schiene, auf der Schiene wartet der Bullery dann, sowas halt. Das wäre richtig geil, dachte ich mal. Wenn wir gerade beim Multiplayer bin, der Euro Truck 3 sollte, wenn er rauskommt, wirklich einen vernünftigen firmeneigenen Multiplayer haben, also von SCS ein Multiplayer. Ja. Gerne auch gegen monatliche Gebühr. Bin ich gerne bereit, auch für zu bezahlen, wenn er vernünftig gemacht ist. Ja, aber dann bitte nicht zu hoch, weil es gibt auch Schüler wie wir, die wollen das, wenn sie dann 16, 17 Euro mal dafür abknüpfen, dann... Wenn ich sehe, wie viele Schüler sich jeden Monat WoW leisten, das sind hauptsächlich alles nur Schüler, die da spielen. Ich habe ehrlich gesagt noch nie WoW gezockt, noch nie. Du nennst sie vielleicht Schüler, aber ich habe diese Schüler noch nie in der Schule gesehen. Sagen wir Jugendliche. Aber die zahlen da auch ihre 13 Euro im Monat, ohne zu zucken. Was das kostet? Nee, aber so 5 Euro wär doch ein guter Preis. Oder man verkauft den ETS einfach mal für 30 oder 40 Euro. Wäre ich auch bereit dafür, das Geld auszugeben, wenn er gut läuft. Oh, hier ist eine Baustelle. Jetzt war schön auf der Spur bleiben, da ist sie, da war es aber nicht ganz auf der Spur durch. Ich sehe das alles. Ja, oh, ein Türke, Achtung. Oh, oh. Auf der anderen Straßenseite. Hoffentlich, wenn die dann auch so firmenintern Multiplayer machen würden, dann sollen die auch bitte gefälligst genügend Server zur Verfügung stellen. Die machen die irgendwie immer den Fehler, dass sie zu wenig Server bereitstellen. Ich weiß nicht warum. Ja, die machen aber auch die großen Ansturm rechnen. Also von mir aus können sie ruhig endlich mal diesen EU-Fuel-Mister streichen, weil den braucht keiner. Ja. Das sind die Chaoten, die eh keinen Bock auf ETS haben, die können auch im Singleplayer ihre kleinen KI-Autos umraumen. Ja, da sollten sie lieber dann halt hier einen zweiten Server draus machen. Richtig, mit auch Admins. Ja. Weil das ist halt echt das Problem, haben wir in den letzten ETS-Aufnahmen gesehen, waren zwar manche Leute nicht dabei, aber es ging einfach nicht, weil die da wieder so ein Mist gemacht haben, dann mussten wir auf den US wechseln und im US hast du halt das große Problem mit diesen großen Pings. Von daher ein zweiter gut funktionierender EU1 wäre langsam mal Pflicht, aber naja. Vor allem, weil man den EU1 ja jetzt schon auch schon runtergestuft hat. Ja, auf 2000. Aber naja. Ja gut, aber wie gesagt, das ist ein Hobbyprojekt, denen kannst du keinen Vorwurf machen. Ja, richtig. Die zahlen das aus eigener Tasche und machen das. Wenn eine Firma wie SCS es machen würde, an die müsste, oder da wird jeder andere Ansprüche dran stellen. Ich glaube, dann gibt es sogar Let's Plays, die nennen sich Letzter About SCS. Aber meint ihr, ob das erfolgreich wird, ETS 3, also wirtschaftlich erfolgreich? Ja, ich glaube schon. Denke ich auch. Ja, aber wenn es einen Multiplayer gibt, dann kaufen sich auch 90%, die sich ETS 2 gekauft haben, das Spiel, weil sie ja dann wieder ihr Rammen nachgehen können. Auch ohne Multiplayer, sagen wir mal, der ETS 3 oder vielleicht auch German Truck 2, weiß ich ja nicht, was bei denen eher auf der Plan steht, aber ein der Nachfolger, der kommt ja frühestens sowieso in 3 Jahren oder in 4 Jahren. Und wenn der dann kommt, ja, guckt ja doch die Grafikentwicklung an. Die meisten, die ihr Euro Truck mögen, werden automatisch dann auch den Nachfolger kaufen. Richtig. Also ich auf jeden Fall. Ja. Ich auch. Weil die technische Entwicklung, guckt doch mal vor 6 oder 7 Jahren den Euro Truck 1 an. Damals ein Top-Spiel, habe ich liebend gern gespielt. Das kannst du dir aber heutzutage kaum noch antun. Weil du bist durch den Euro Truck 2 so verwöhnt, dass du, wie gesagt, du wirst den anderen nicht mehr anpacken, großartig. Richtig, stimmt.
Ja, und wenn es einen Eurotruck 3 gibt, wird dasselbe wieder passieren. Dann werden alle auf den Dreier springen und den Zweier nicht mehr anpacken. Ja, diesen Vergleich habe ich ja nicht, ne? Den Einser habe ich ja nie gespielt. Also. Ja, ich schon. Insofern, ja, das wird dann interessant, wie dann dieser Umstieg wird. Ob man, ob es dann wirklich so ein riesiger Sprung ist oder ob es nicht im Endeffekt dann, weil bei manchen Simulatoren-Sequels hast du es ja im Endeffekt so, dass es eigentlich fast das gleiche Spiel ist. Ja. Ja, aber bei SCS war das eigentlich bis jetzt noch nie der Fall. Wenn die eine Generation neu rausgebracht haben, jetzt nicht auf den ATS bezogen, weil der ATS ist im Endeffekt nichts anderes als der Eurotruck. Der beruht auf derselben Engine. Da hat sich nichts geändert, er hat nur ein anderes Umfeld. Aber sonst haben die Spiele von den Nachfolgern eigentlich immer komplett anderes Setting gekriegt. Das war beim Eurotruck 1 so, das ging dann auf den Jump-Truck oder davor Etienne Beards, war ganz anders aufgebaut als der Eurotruck 1. Bei Etienne Beards fand ich einfach ein klasse Spiel. Hab ich so gesucht. Kann mir das mal jemand erklären? Ich kenne das Spiel nicht. Also es ist so gesehen dasselbe wie der ATS. Ja. Du hast in Amerika gespielt. Ja, komplett Amerika aber. Ja. Sogar Teile von Kanada und Mexiko. Da haben wir noch ein Teil, was mir auch jetzt noch fehlt, was es im Etienne Beards gab, dynamische Polizei. Ja, und Funk. Funk ja. Fand ich noch. Und Funk fand ich auch klasse. Also da konntest du hattest so ein Strafregister, das war grün und das für jede Strafe, die du gemacht hast, rote Ampel oder Rampen oder sonst irgendwas, verfärbte sich das langsam in Richtung rot und ab einem bestimmten Prozentzahl, wenn dann ein Polizeiwagen an dir vorbeigefahren ist, hat der umgedreht und hat dich eingehalten. Also, ist ja cool. Need for Speed. Was ich generell sehr schön finden würde, wenn man generell, das bezieht sich generell auf PC-Spiele, dass man auch mal, Mann war das ein Leck hier. Ja. dass man sich generell mal mehr auf die sich damit auskennen, also die es halt sozusagen tagtäglich spielen, dass man sich mit denen auch mal auseinandersetzt, dass man halt mit denen die Standpunkte austauscht, dass man zum Beispiel halt mal einen kleineren zum Beispiel wie Darcy, oder ich glaube, das ist schon etwas größer, aber halt auch jemand, der etwas Zeit hat zum Beispiel auch, halt mal dazu fragt und ihn halt auch denen dann halt sagen kann, was halt Fans zum Beispiel erwarten. Ja, ja, aber gut, da falle ich außen vor, weil die zum Beispiel SCS hat ja zum Beispiel schon Leute eingeladen, aber das sind alles englischsprachige Let's Player oder eben die von der Pro-Mod-Map, weil mit Deutsch hast du halt dieses Sprachproblem. Richtig. Gegenüber Engländer oder bei denen ist es ja noch schlimmer, weil sie ja eben Polnisch und so sind und Tschechisch oder wo sie alle herkommen. Da bist du als Deutscher außen vor. Leider. Und im internationalen Vergleich bin ich als Let's Player für den Eurotruck ganz kleiner. Leute, was habt ihr da vorne gemacht? Was ist da los? Vorsicht! Bin ans Lenkrad gekommen. Da standen zwei gerade sehr schön nebeneinander.